In dieser vierteiligen Videoserie dokumentiere ich den Bau einer multifunktionalen Werkbank. Aus großen Multiplexplatten wurden alle Bauteile zugeschnitten, die Zargenkonstruktion gefertigt und dann verschraubt. Der Sicherheitsschutzschalter und die Doppelspindelzange von Veritas wurden installiert. Die Unterkonstruktion wurde mit der Werkbankplatte verbunden und außerdem sämtliche Löcher in die Tischplatte gebohrt. Die Inkra-Montageplatte und die Tenutschiene wurden in die Tischplatte eingelassen, dann die Oberfräse mit der Inkra-Platte verschraubt und die Nuten für die Führungsrohre der Anschlagbretter in die vordere Zarge mit Hilfe einer Frässchablone eingefräst. Und hier noch einige Eindrücke von weiteren Arbeiten, die in diesem letzten Teil zu sehen sein werden. Die Langlöcher werden in die Anschlagbretter gefräst und dann der Parallelanschlag installiert. Eine Präsentation einiger Bilder von der fertigen Werkbank und Ausblicke auf kommende Videos bezüglich Umbau auf Festool CMS und Integrierung Wabeco-Bohrständer schließen diese Videoserie ab. Die Führungsrohre bestehen aus einem einfachen Aluminium-Rechteckprofil. Diese werden mit einer Metallsäge abgelenkt. Die Profile werden in der mit Gummimatten ausgekleideten Spannzange beim Absägen sicher gehalten. An einem Bandschleifer werden dann noch die Kanten entgratet. Im Folgenden werden die Löcher für die Befestigungsschrauben in die Rechteckprofile gebohrt. Hier sieht man noch meinen alten Bohrtisch, den ich aber nicht mehr im Einsatz habe. Mittlerweile habe ich den Wabeco-Bohrständer in meine Werkbank integriert, auch dazu wird es ein weiteres Video geben. Hier wird zunächst ein größeres Loch auf der Vorderseite gebohrt. Dieses muss etwas größer sein als der Kopf der Befestigungsschraube. Dann wird das Profil mit einem kleineren Bohrer ganz durchgebohrt und die Bohrungen mit einem Senker entgratet. Nun können die hergestellten Führungsrohre an die Werkbankzarge geschraubt werden. Dazu bohre ich wieder mit einem Zentrierbohrer vor, damit die Bohrung genau mittig ist. Solch ein Zentrierbohrer ist immer dann von Vorteil, wenn Beschläge, Scharniere oder andere Bauteile an einer genau festgelegten Position verschraubt werden sollen. Nutzt man diesen nicht und bohrt nach Augenmaß vor, ist es nicht selten der Fall, dass das Bauteil beim Verschrauben minimal verrutscht. Die Führungsrohre sitzen recht stramm in den Nuten, sodass hier eine Befestigungsschraube pro Führungsrohr ausreicht. Das Auflagebrettchen für die Führungsschiene wird gegenüber der Anschlagbretter an der vorderen Zarge angebracht. Das Führungsrohr wird hier anders als bei den Anschlagbrettern nicht direkt in der Zarge verschraubt, sondern direkt am Auflagebrettchen. Dieses kann entfernt werden, wenn es nicht benötigt wird, und man kann an der vorderen Zarge Werkstücke spannen, ohne dass ein hervorstehendes Führungsrohr stört. Hier das kurze Anschlagbrett, welches sich leicht und spielfrei in der Führung bewegen lässt. Auch die Führung vom kurzen Auflagebrettchen für die Führungsschiene und vom langen Anschlagbrett werden geprüft. Die Anschlagbretter sollen sich über Langlöcher mit M10-Gewindeschrauben und Sterngriffen an einer gewünschten Position fixieren lassen. Hier fräse ich die Langlöcher in die vordere Schienenauflage mit Hilfe meines alten Bohr- und Frästisches ein. Mittlerweile kann ich solche Fräsungen direkt auf meiner Werkbank machen und nutze dafür den Alice Positioner von Inkra. Die Nut wird mit einem 10 mm Nutfräser in mehreren Etappen eingefräst. Zwei Anschlagklötzchen geben die Länge der Fräsung vor. Das lange Anschlagbrett ist für den Bohr- und Frästisch zu groß. Daher nehme ich die Frässchablone und fräse die Nut hier mit der Oberfräse ein. Mit einer Kopierhülse fahre ich die Schablone ab und fräse auch hier in mehreren Etappen. Auch hier habe ich wieder die beiden Anschlagwinkel so an der Frässchablone angebracht, dass diese immer genau rechtwinklig ausgerichtet ist. Im Folgenden wird die genaue Bohrposition für die M10-Gewindeschlossschrauben markiert. Diese wird mit einem Streichmaß von der Unterkante der Zarge angerissen und dann mit einem 10 mm Bohrer angekörnt.
Mit einem Körner werden die Markierungen etwas vergrößert und dann die Löcher genau senkrecht in die Zarge gebohrt. Die hier verwendete günstige Bohrhilfe reicht für diesen Zweck aus. Um diesen mobilen Bohrständer ansetzen zu können, müssen die Führungsrohre wieder abgenommen werden. Dann werden noch die Bohrungen mit einem Senker angefasst und die Führungsrohre wieder eingeschraubt. Die M10-Gewindeschlossschrauben werden eingesetzt. Damit sich die Köpfe der Schlossschrauben auf der Hinterseite der Zarge im Holz verankern, werden die Schrauben zunächst mit normalen Muttern und einem Ringschlüssel festgezogen. Das Vierkantprofil am Kopf der Schlossschraube wird dadurch in die Bohrung eingepresst und verhindert ein Durchrutschen beim Festschrauben mit den Sterngriffen. Man könnte hier auch normale Flügelmuttern nehmen, um die Anschlagbretter zu fixieren. Aber Sterngriffe sehen einfach besser aus. Ich habe bewusst darauf verzichtet, die Werkbank mit einem Lack oder Öl zu versiegeln. Schließlich ist es eine Werkbank und kein Möbelstück. An meiner nunmehr 6 Jahre alten kleineren Multiwerkbank habe ich kein Verziehen der Anschlagbretter oder anderer Bauteile feststellen können. Mit einem Teflonpulver wird die Gleitfähigkeit des langen Anschlagbrettes erhöht. Anderes Zubehör wie Schienenauflagebrettchen und Anschlagreiter werden gefertigt und verbaut. Hier die fertig montierten Anschlagbretter. Mit einem langen Lineal wird geprüft, ob alles gerade ist. Nun wird noch der Parallelanschlag der Ellis Positioner von Incra auf der Werkbank montiert. Dazu werden 4 Bohrungen in die Siebdruckplatte eingebracht und die mitgelieferten 6-Kant-Gewindeschrauben von oben durchgesteckt. Die Basisbaugruppe hat an der Unterseite Tenutschienen. Die 6-Kant-Schraubenköpfe werden dort eingeführt und das Ganze von unten mit Sterngriffen festgeschraubt. Den Ellis Positioner gibt es in unterschiedlichen Längen. Ich verwende hier den LS25 mit einer Wagenlänge von 86 cm. Der maximale Abstand zwischen Parallelanschlag und Werkzeug beträgt damit stattliche 630 mm. Man könnte die Basisbaugruppe, also den Träger des Anschlages, natürlich auch weiter hinten am Tisch befestigen und damit den Abstand zwischen Werkzeug und Parallelanschlag noch weiter vergrößern. Die Rechtwinkligkeit des Anschlages zur Tischoberfläche wird mit Papierstreifen justiert und mit einem Präzisionswinkel überprüft. Der sogenannte Shopstop und anderes Zubehör wird an den Anschlag montiert. Dieser verfügt ebenfalls über Tenutschienen und auch selbstgebaute Vorrichtungen können hier Verwendung finden. Die Führungsschiene wurde an das Auflagebrettchen mit einem Schienenverbinder montiert. Dieses Auflagebrettchen kann über ein Stangenscharnier nach oben und unten geklappt werden. An der vorderen Tischzarge befindet sich das andere Auflagebrettchen für die Führungsschiene. Die dort angebrachte Nase greift in die Nut an der Unterseite der Führungsschiene. Mithilfe dieser Nase kann die Schiene absolut rechtwinklig zu den Anschlagbrettern justiert werden, zum Beispiel mit der Fünfschnittmethode. Wenn man beim Einfräsen der Nuten für die Führungen sehr sorgfältig vorgeht, sind keine Nachjustierungen beim Verstellen der Höhe der Schienenhalter notwendig. Bis auf die Unterschränke ist soweit alles fertig. Um die große und schwere Werkbank an einen anderen Ort transportieren zu können, wird diese nun soweit möglich zerlegt. Bei glatten Werkstücken wie Siebdruckplatten oder anderen beschichteten Platten ist ein Doppelsaugheber sehr praktisch. Dieser bietet eine enorme Erleichterung in der Handhabung von größeren und schweren Teilen. Die Werkbank wird umgedreht und das Untergestell abmontiert. Nun wieder etwas handlicher kann die Werkbankplatte mit einem Rollwagen sehr leicht auch durch engere Räume oder Treppenhäuser, etwa bei einem Umzug, transportiert werden.
Zum Präsentieren baue ich die Werkbank vor meinem anderen Werkstattraum draußen wieder zusammen. Bei schönem Wetter kann ich die Werkbank ganz einfach nach draußen schieben und an der frischen Luft arbeiten. Sehr wichtig sind jetzt noch Unterschränke, die später noch angefertigt und mit Werkzeugen und Material gefüllt werden. Damit steigt das Gewicht der Werkbank nochmals enorm an und bietet noch mehr Standfestigkeit. Und hier noch einige Bilder der fertigen Multi-Werkbank. Später habe ich beide Multi-Werkbänke umfassend umgebaut, sodass ich sämtliche CMS-Module von Festool einsetzen und zusammen mit dem LS Positioner verwenden kann. Weiterhin habe ich den Wabeco Bohrständer in die Werkbank integriert. Dieser bietet nun überaus vielseitige Möglichkeiten zum präzisen Bohren, Fräsen und sogar Drechseln zusammen mit dem Anschlagsystem von Incra. Diese und weitere Themen werden in den kommenden Videos behandelt. Wenn das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen.